Ja, hallo. Heute wieder mit Stimme. Ja, dieses Bild erkläre ich dir heute. Du siehst da vielleicht, man kann das immer so schlecht mit der Kamera einfangen. Also da sind ganz, ganz viele kleine Linien drin. Und die kann man eben betonen. Ich ziehe es nochmal so ein bisschen auf. Die kann man eben reinfügen. Also das ist richtig in der Struktur drin. Und dann eben nochmal knallige bunte Farben dazu. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Da schwenke ich mal darüber. Da habe ich jetzt gerade gemalt. Noch ein Stück weiter. Ging's Licht. Da habe ich jetzt gemalt. Und du fängst jetzt mal an. Ja, ich trage jetzt hier erstmal ein Zinnoberrot auf. Und nehme dann gleich ein Ocker dazu und will erstmal einen farbigen Untergrund mir schaffen. Ja, während des Malens möchte ich mich nochmal bei euch für eure Kommentare bedanken. Ja, das bringt mir auch was. Und ihr habt ja auch geschrieben, meine Selbstgespräche findet ihr ganz spannend. Ja, bei mir ist es gerade so, ich habe so viele Ideen im Kopf, dass ich aufpassen muss, dass ich mich nicht selber überhole. Also versuche ich bei einer Idee jetzt gerade zu bleiben. Bisschen Schwarz einfach dazugeben. Also ich habe jetzt erst Zinnoberrot, ein bisschen Ocker und Schwarz. Und das Schwarz bringt gleich ein bisschen Tiefe, denn ich will da mit einer anderen Farbe drüber gehen und dann ja, brauche ich ein Schwarz darunter. Ja, wenn du auf so ein Rot-Schwarz gibst und das Rot schon so dahinter ist, das hat schon was. Also es sieht schon, das hat schon eine Wirkung. Jetzt kommt die nächste Farbe drauf und ich nehme den Tortenheber und ziehe hier einfach mal jetzt die Farbe drauf. Ich trage die Farbe relativ dick auf. Denn dann trocknet sie nicht so schnell. Die soll nämlich noch nicht trocknen, denn ich möchte gerne da ja noch was rauskratzen. Ja, und jetzt nehme ich den Farbton von Untergrund nochmal nach vorne und ziehe eben die Farbe hier einfach auch mit drauf. Und die kann auch so ein bisschen ineinander gehen. Ja. Da kannst du auch erstmal halt die Untergrundfarbe einfach wieder mit nach vorne bringen. Ja, jetzt kommt mein Motiv. Ich habe da was im Kopf und mache das jetzt mal. Relativ lange auch in die nasse Farbe Linien reingeben und ich könnte die auch noch mal wieder rüberziehen, die Farbe und das Ganze wieder entfernen und noch mal neu malen. Und man kann viele Ideen und Gedanken und Gefühle einfach auch in die Linie bringen und die hier zum Ausdruck bringen.
ziehe ich wieder Farbe drüber und betone die Linien hell. Also ich ziehe jetzt einfach ordentlich die Farbe drüber und die Farbe setze ich so in die Tiefen ab. Ich habe es eben kurz übergeföhnt und es ist jetzt trocken und es sieht wieder anders aus. Und ich drehe es auch einfach mal um, um einen neuen Blick für die Fläche zu bekommen. Denn so sieht es nochmal wieder ganz anders aus. Ah ja, das tut jetzt gut. Ein bisschen was Buntes. Ich habe mir überlegt, da muss ein bisschen Rosa drauf und Orange und Knallerot. Und das Ganze muss jetzt ein bisschen fröhlicher werden, ne? Oh, was für eine Farbkombi. Das ist sehr, sehr gut. So ein schönes Pink-Rosa. Mit dem Orange, so ein Cadmium-Orange, mit dem Türkis, was gibt's Besseres? Wenn der Untergrund trocken ist, dann ist ja die Acrylfarbe relativ dicht an der Oberfläche. So kannst du auch nochmal mit Wasser beigehen und die Farbe ein bisschen flüssiger machen. Und ich ziehe sie dadurch jetzt auch wieder in die Linien rein. Also ich verändere das Ganze wieder und mache das Ganze bunter. Und wenn du jetzt in die nasse Farbe das gemacht hättest, dann wäre das halt nicht gegangen, weil die Farben ja sonst alle nur noch braun geworden wären. Ja, jetzt ist das Ganze zwar schön bunt, aber irgendwie fehlt mir da jetzt noch ein bisschen Tiefe und daher versuche ich jetzt nochmal anders und färbe nochmal wieder alles ein mit einer dunklen Farbe. Thank you.
diese kleinen Flächen, die da entstanden sind, die haben mich inspiriert. Eigentlich wollte ich hier eine Figur nochmal drauf ziehen, in einer Linie, so als Kontrast. Aber jetzt waren diese kleinen Flächen doch interessanter für mich und ich probiere da jetzt gerade nochmal was. Ja, dieses Rot ist einfach toll, um nochmal auch diese Linie zu ziehen, die beiden Flächen trennt. Und die kann man dann nochmal so in den Vordergrund bringen, indem man eben den ganz satten Farbton da drauf zieht. Und jetzt lasse ich einfach das Wasser, das Werk tun und tupfe nur noch mal ein bisschen was weg. Und dann weiß ich auch, wenn die Farbe transparenter ist, dann wird sie eben auch dunkler. Und wenn sie ganz dick drauf ist, dann bleibt sie so schön satt in dem Farbton. Das ist hier übrigens nur eine Leertube, die ich gefüllt habe mit schwarzer Acrylfarbe. Damit kann man auch Linien ziehen, draufmalen. Das wollte ich ja eigentlich machen, aber habe es ja dann wieder verworfen. Aber jetzt lag sie hier noch und deshalb habe ich eben dahin gegriffen. Und dann kann man eben auch ganz gezielt mit Farbe auftragen. Also ja. Kannst du ja mal ausprobieren. Kannst auch einfach eine andere Leertube nehmen aus irgendeinem anderen Bereich und die befüllen. Und damit kann man dann ganz schön Linien ziehen. Ja, ich glaube, so lasse ich das jetzt. Also ich habe mich ziemlich abgearbeitet und es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Und ja, es tat gut. Malen tut einfach gut. Und vielleicht machst du jetzt ja auch einfach mal was. Ja, hier habe ich es jetzt mal hingehängt und ja, ich mag die Farbkombi und ich mag ja eh Linien und so ein bisschen Struktur ist da jetzt drin. Man kann das natürlich alles wieder komplett anders malen, als es jetzt hier ist, aber es soll dich inspirieren. Darum geht's und ich hoffe, du nimmst einfach was davon mit und machst einfach mal. Vielleicht hast du ja jetzt Zeit und greifst zu deinen Materialien. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Danke für deinen Kommentar und fürs Zuschauen. Tschüss!